Dieses Jahr gab es eine totale Sonnenfinsternis, also das astronomische Naturereignis. Und es wird auch weitere Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse geben. Ist eine Sonnenfinsternis ein biblisches Zeichen dafür, dass bereits die Gerichte Gottes begonnen haben, dass wir uns bereits in der Drangsalszeit befinden? Oder kann man anhand einer Sonnenfinsternis die Wiederkunft Christi berechnen? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Immer mehr Christen verbinden mit Offenbarung 6, Vers 12 zum Beispiel eine Sonnenfinsternis bzw. Mondfinsternis. Das sind spektakuläre, aber absolut harmlose Naturereignisse, bei der zum Beispiel die Sonne durch den Mond bedeckt wird. Aber das sind definitiv keine biblischen Zeichen. Was bedeutet Sonne, Mond und Sterne in der Bibel? Diese Begriffe haben mehrere Bedeutungen. Zum einen eine wortwörtliche Bedeutung. Dabei sind eben Sonne, Mond und Sterne die Himmelskörper. Himmelskörper, die Gott erschaffen hat und die eine Ordnungsfunktion haben in der Schöpfung. Also die Sonne ist ein Stern, der Mond ist ein Planet und so weiter. Es sind Himmelskörper mit Ordnungsfunktion. Des Weiteren hat Sonne, Mond und Sterne eine symbolische Bedeutung. Dabei repräsentiert Sonne, Mond und Sterne eine Autoritätshierarchie, eine irdische Regierungshierarchie, eine Ordnungshierarchie auf der Erde, symbolisiert durch Sonne, Mond und Sterne. Dabei ist die Sonne die höchste Autorität, der Mond ist der untergeordnete Autorität. Wie zum Beispiel der Kaiser ist die Sonne, der Senat ist der Mond. Und die einzelnen Senatoren sind die Sterne. Also das ist in der antiken Sprache eine symbolische Bedeutung für eine irdische Ordnungshierarchie, Regierungshierarchie. Des Weiteren ist Sonne, Mond und Sterne auch behaftet mit einer weiteren symbolischen Bedeutung. Dabei repräsentieren diese Begriffe Personen oder Körperschaften. Zum Beispiel wird Christus verglichen mit einer Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit. Der Mond könnte demnach verglichen werden mit der Gemeinde Gottes, die Ekklesia, die von der Sonne angestrahlt wird, so wie der Mond von der Sonne angestrahlt wird, und die Gemeinde, das Licht Christi weiterleiten soll in die Finsternis, in die moralische Finsternis. Lasst euer Licht leuchten. Und Sterne repräsentieren einzelne Gläubige, also Gläubige als Individuum. Aber ein Stern repräsentiert auch Christus wiederum, der Morgenstern oder sogar Satan. Also Sonne, Mond und Sterne repräsentieren einzelne Personen. Welche Bedeutung hat denn die Verfinsterung, die Depotenzierung der Sonne in der Bibel? Zum einen ist es eine wortwörtliche Verfinsterung. Und dabei ist die Verfinsterung der Sonne ein Gericht Gottes, so zum Beispiel wie eine Plage beim Pharao. Also die Finsternis ist wortwörtlich und ein Gericht Gottes, ein Eingriff in die Schöpfung. Des Weiteren ist eine Finsternis, eine wortwörtliche Finsternis, nur ein äußerliches Zeichen eines Gerichtes, zum Beispiel wie bei der Kreuzigung Christi. Dort gab es eine dreistündige globale Finsternis, eine echte Finsternis. Das war ein äußerliches Zeichen dafür, was am Kreuz geschah. Denn dort hat Christus die Sünde, das Gericht getragen über die Sünde der Menschen. 3 Stunden lang wurde Christus geschlagen, bestraft für unsere Sünden, und davon war die Finsternis ein äußerliches Zeichen. Des Weiteren bedeutet die Verfinsterung der Sonne oder auch des Mondes, repräsentiert, dass Ordnungshierarchien abgesetzt werden auf der Erde, dass irdische Regierungsautoritätsstrukturen abgesetzt werden. Das heißt, die Verfinsterung der Sonne bedeutet, dass die höchsten Autoritäten auf der Erde vergehen, also auch symbolisch. Und die Verfinsterung der Sonne bedeutet, ist auch eine symbolische Sprache davon, der Gottesferne, ein Vorbote für die Gerichte Gottes, ein Vorbote für Unheil und auch eine symbolische Sprache für große Ratlosigkeit in der Menschheit. Also diese Verfinsterung der Sonne ist zum einen wörtlich zu verstehen, aber eher selten und hat meistens in der Bibel eine symbolische Bedeutung. Gibt es
kosmische Zeichen in der Bibel, ja, gibt es zum Beispiel bei der Geburt Christi, der Stern von Bethlehem und auch scheinbar bei der Wiederkunft Christi, was wir später sehen werden. Das sind also echte kosmische Zeichen. Nun, welche Bedeutung hat denn nun die Sonnen, die Verfinsterung der Sonne oder ein Blutmond in der Drangsalszeit, in der Endzeit, in der Prophetie? Dafür gibt es einige Stellen. Eine Stelle ist Offenbarung 6, Vers 12. Dort wird von einem Siegelgericht gesprochen, von dem sechsten Siegelgericht. Dort wird nicht ein astronomisches Naturereignis spezifiziert, sondern dort wird ein Gericht Gottes charakterisiert anhand einer symbolischen Sprache. Dieses Siegelgericht wird auftreten in der Zukunft. Nachdem die Gläubigen, die Ekklesia entrückt sein wird, kommt eine siebenjährige Gerichtszeit über diese Welt, Gottes Gericht über diese Welt. Und in der ersten Hälfte dieser siebenjährigen Drangsalszeit wird dieses sechste Siegelgericht auftreten. Dort ist die Rede von einem Erdbeben. Das ist symbolisch. Das heißt, Gott wird die Ordnungsstruktur auf der Erde erschüttern, die Ordnungsstruktur in der Menschheit erschüttern. Es wird Unordnung auftreten. Die Sonne wird schwarz. Das heißt, die höchsten Autoritäten in dieser Gesellschaft, in dieser Menschheit, die höchsten Autoritäten werden ihre Funktion verlieren. Sie werden deaktiviert. Und verfinstert heißt auch, sie werden unter satanischem Einfluss stehen. Und der Mond wird blutrot. Auch das ist symbolisch. Blut ist immer ein Bild vom Tod. Das heißt, untergeordnete Autoritäten werden auch vergehen, zerstört werden. Das heißt, des Weiteren fallen Sterne vom Himmel, das ist auch symbolisch. Das heißt, individuelle Eliten, Persönlichkeiten werden ihre Position verlassen, werden aus ihrer Position gestürzt. Das heißt, es wird ja ein Gericht Gottes beschrieben, bei dem ein Zustand der Unordnung, des Chaos in der Menschheit eintreffen wird. Und gleichzeitig eine satanische Verfinsterung, ein satanischer Einfluss in der Menschheit sich ausbreiten wird. Also es geht hier nicht um die Beschreibung eines harmlosen astronomischen Naturereignisses wie eine Sonnenfinsternis, sondern es geht um eine symbolische Sprache, dass Gott die Grundordnung der Gesellschaft erschüttern wird und Autoritäten wegnehmen wird. Des Weiteren ist ein Posaunengericht beschrieben, das vierte Posaunengericht, auch da ist die Rede davon, dass sich ein Drittel der Sonne und ein Drittel der Sterne, der Autoritätsträger vergehen wird. Also auch hier wird ein Teil der Menschheit, wird die Autorität weggenommen werden, wahrscheinlich der Bereich des christlichen Bekenntnisses, der Christenheit in der Zukunft, wird auch da die Autoritäten erschüttert werden, was natürlich immer eine große Auswirkung hat auf die Menschen, auf die Gesellschaft, das wird Unordnung eintreten, Chaos und ein großes Schrecken in der Gesellschaft. Ein weiteres Mal ist von der Verfinsterung der Sonne die Rede bei einem fünften Posaunengericht. Hiervon ist von einem Stern die Rede, der fällt. Das ist eine Anspielung auf den Antichrist oder sogar auf Satan direkt. Und hier ist davon die Rede, dass sich die Sonne verfinstern wird. Also das heißt, auch hier werden Autoritäten weggenommen werden und Finsternis wird sich ausbreiten in der Gesellschaft. Sie wird verfinstert werden, das heißt, sie wird unter massiven satanischen Einfluss stehen und auch hier wird eine große satanische Irreführung auftreten in der Gesellschaft. Das ist auch hier symbolisch gemeint und hat nichts mit einer harmlosen Sonnenfinsternis oder mit einem Mondfinsternis zu tun. Des Weiteren, dass dieser Aspekt, dass in der Drangsalszeit, in der siebenjährigen Gerichtszeit, Gott immer wieder die Ordnungsstrukturen der Gesellschaft, der Menschheit erschüttern wird, Autoritäten wegnehmen wird und die Gesellschaft unter satanischem Einfluss stehen wird, diese Metaphorik der Finsternis ist direkt auch im Zusammenhang erwähnt mit der Wiederkunft Christi. Das heißt, dies wird ein Charakter sein
in der Gesellschaft, in der Menschheit in diesen 7 Jahren und wird auch unmittelbar geprägt sein, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi wird die Menschheit, die Gesellschaft von diesem Aspekt geprägt sein, der Unordnung, des satanischen Einflusses, der Regierungslosigkeit, des Chaos. Und Christus wird dem ein Ende setzen, wenn er am Ende der 7-jährigen Drangsalzeit auf die Erde kommen wird. Im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi ist von einem Zeichen die Rede, ein Zeichen im Himmel. Und das scheint wirklich wörtlich gemeint zu sein. Hier geht es auch nicht um eine harmlose Sonnenfinsternis, das ist völlig harmlos und unspektakulär, sondern unmittelbar bevor Christus kommen wird, werden Zeichen am Himmel auftreten, die wohl astronomische Zeichen sein werden und die ein gewaltiges Schrecken auslösen wird in der Menschheit. Also das wird Angst und Schrecken auslösen, nicht eine harmlose Sonnenfinsternis. Also, zusammengefasst heißt es, eine harmlose Sonnenfinsternis, wie wir sie heute kennen, ist absolut kein biblisches Zeichen. Weder für die Gerichte Gottes noch für die Wiederkunft Christi. In der Bibel, in der Prophetie wird die Verfinsterung der Sonne und des Mondes bildhaft genutzt, um ein Gericht Gottes zu charakterisieren. Dabei wird die Grundordnung der Gesellschaft erschüttert, Ordnungsstrukturen, Regierungssysteme werden weggenommen, verlieren ihre Funktion, werden deaktiviert und die Menschheit wird auch zunehmend unter satanischem Einfluss stehen. Das ist hier beschrieben in der Verfinsterung von Sonne und Mond und dennoch scheint es wirklich echte Zeichen zu geben, unmittelbar im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi, Zeichen im Himmel, die große Angst und große Schrecken in der Menschheit auslösen wird. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an.